Oh, mein Knie! Das muss eigentlich ich sagen. Ja, Freunde der Sonne! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind sehr gehypt und zwar seht ihr schon, wir sind nicht in Jans Wohnzimmer. Nein, das ist tatsächlich nicht mein Wohnzimmer, das ist ein Kino. Und zwar das Cinedome in Köln. Genau. Viele von euch hatten sich ja schon mal gewünscht, wie es wohl aussieht, wenn ich einen Kinobesuch, ja, sag ich mal, mache. Oder wenn du im Kino arbeitest, genau. Wir laufen jetzt heute. Bist du autistisch? Die Möglichkeit davon haben wir von einer Seite vom Cinedome bekommen. Danke an das Cinedome, dass wir hier drehen dürfen. Und vielen Dank an das Kino für diese richtig coole Kooperation, die das hier möglich gemacht haben. Ich bin gespannt, ob das Popcorn durch die Gegend fliegt und die Cola-Flaschen durch die Luft. Und wir wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Freunde. Du weißt doch, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben das Intro doch, wir haben doch noch gar nicht angefangen. Stimmt. Noch ist ja gar nichts passiert. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Video, Freunde. Dann bis später. Aha. Hallo, hier wird nicht dahinter gegriffen. Ich muss aber einstellen. So, erst die Hände desinfizieren. Ich muss die Kamera einstellen. Ich muss die Kamera einstellen. Hände desinfizieren. Gib mir die Kamera. Wo denn? Hier ist nicht zum Desinfizieren. Ja, weil der das leer gesoffen hat. Oh, das hast du gar nicht mit drauf. Wie schade. Oh. Glaubst du, ich rede mit denen? Nein, ich sag nicht. Weg. Du sollst hinterher rennen. Das ist Corona. Desinfektion. Ich brauch das. Ich hab Durst. Hallöchen, gepflegte Freunde. Ja, wir haben uns noch nicht wirklich was ausgesucht. Wir wollten uns einmal ganz kurz beraten lassen. Ja, also aktuell laufen da einige ziemlich coole Filme. Zum Beispiel Unhinged oder das von den Lochis. Ja, wissen wir denn irgendwas über den neuen von den Lochis? Nee, glaubst du, mich juckt das? Also der ist halt neu und der heißt Takeover. Was ist denn mit dem Unhinged? Das ist ein ziemlich neuer Film, also eher mehr so, das Genre ist so Action. Und der ist ziemlich nice. Nehmen wir den nochmal. Okay, das macht dann 5000 Euro bitte. In Bar oder mit Karte? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Die Arschlochis. Ja, ja, du säufst das Desinfektionsmittel jetzt alleine weg. Das ist für alle da. Auch für das Gesicht der Kunden. Manche sind nämlich hässlich. Ich würde gerne einen romantischen Film gucken. Da würde ich Unhinged vorschlagen. Der braucht dann zwei Karten, ja. In Bar oder mit in Bar. Ja, okay. In Bar. Oh, du kriegst kein Rückgeld. Und es gibt auch nur eine Karte. Ja, wir brauchen aber zwei. Da geht's entlang. Ich krieg aber noch 2 Euro Rückgeld. Jetzt die Fresse. Und wir brauchen noch eine zweite Karte. Hast du bezahlt oder er? Also da entlang. Dankeschön. Gerne. Ich hab Geld verdient. Wer hat seine Karte zerknickt? Hallo. Hallo. Ich möchte anhängen. Ich weiß nicht, ob da noch was frei ist. Tja, dann machen Sie mal was klar. Ich brauche 2 Tickets. Diese Kasse hat geschlossen. Nein. Wo ist Ihr Chef? Ich möchte gerne mit Ihrem Chef reden. Ach, hier sind ja noch welche. Ja, wie kommen die denn da hin? Das macht dann jeweils 8 Euro bitte. In Bar oder mit Karte? Ich habe nur Kleingeld. Nehmen Sie auch Kleingeld? Ja, sicher doch. Ja. Warum schauen Sie mal so böse? Ich bin auch Asiate. Wirklich? Nein. Sieht aber gar nicht so aus. Also, wie gesagt, ich habe nur Kleingeld, Kleingeld. Du musst das aber vorher desinfizieren. Ja. Ich weiß nicht, ob das 8 Euro sind. Können Sie ja mal nachzählen. Nehmen Sie ruhig das Ganze. Ich nehme alles. Ja, genau. Nehmen Sie alles. Danke, danke. Na. Hier haben wir auch noch ich was. Ich sagte alles. Danke. Sehr gerne. Schönen Dank noch. Tschüss. Alter, war der weird, Mann. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Ich weiß noch nicht, welchen Film ich gucken soll. Nein, ich hab Urlaub. Max und die wilde 7 hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, ich hab den auch schon mal gesehen. Also, das ist echt ziemlich fresh. Da steht aber eher, dass es ein Kinderfilm ist. Du bist doch sicher, dass es... Dieser Film, das sollte auf jeden Fall der passende sein. Echt? Ja. Ich habe den Namen natürlich nicht wieder nach 2 Sekunden vergessen. Das würde dann einmal 10 Euro machen. Mit 10 Euro mit Karte zahlen geht? Ja, sicher. Was denn mit dem Film Unhinged? Der hat sich auch ganz gut angehört. Der ist für Kinder geeignet. Der ist wäre auch eine actionreiche Alternative, aber das mit der Lokomotive 7, das ist auch passender, finde ich. Okay, ich glaube, ich entscheide mich aber doch für Unhinged. Ich habe jetzt von mehreren gehört, die da die Empfehlung von dir bekommen haben, von daher. Wer hat denn sowas gesagt? Aber dann würde ich gerne mit Karte zahlen einmal. Ja, sicher. Ich hoffe, du hast gerade 500 Euro bezahlt. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Manche Tickets habe ich für 8 Euro verkauft, andere für 5000 Euro. Also sollte heute schon ein sehr umsatzreicher Tag gewesen sein.
Hallo. Ich will unbedingt zu Heiko und Roman Lochmann, zu Lochis Takeover. Also in Takeover? Ja, gerne. Oh, oh, wann ist es denn so weit? Das ist richtig, richtig geil. Kann ich mit Sailways bezahlen? Mit den Klobons? Ja, das ist, akzeptieren wir auch auf jeden Fall. Ja, da haben wir viele. Also 5 Stück würden reichen, wenn sie so okay, viele dabei haben. Geil, Alter. Hauptsache Lochis. Ich hab gesagt 5 Sailways. Wie soll ich denn so groß scheißen gehen? Wie es ist wieder so weit mit den Lochmanns? Ich meine, wann deine alten Fohlen wirft. Und noch mehr Sailways. Vielen Dank. Gerne. Seid ihr eigentlich Geschwister? Also am Ticketschalter hat es mir ziemlich gut gefallen. Das wäre ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Ich könnte mir das zwischendurch definitiv mal vorstellen. Die Kasse ist geschlossen. Bitte die Niese-Etikette einhalten. Wo ist denn hier der Bierzapfhahn? Was ist das denn für ein Nepp? Haben wir leider nicht. Ich glaube, ich muss kündigen. Und dann auf M drücken. Okay, gut. Ja, ich denke, das soll ich schaffen. Ja, wie kriege ich das so wieder runter? Beide Hände voll. Hallo? So, dann übe ich das jetzt schon mal. Wenn ich ganz lustig bin, kicke ich das weg. Ich will auch mal was zu trinken geben, gerade bevor wir richtig anfangen. Was willst du denn haben? Sprite. Für dich gibt's ein Wasser, da sind zu viel Kalorien drin. Wegen Leuten wie dir gibt es Pandemien. Du bist auch an AIDS schuld. Wie immer freundlicher als Bedienung. Ich hätte gern einmal einen Pop, ja, und sicher, eine Sprite dazu, bitte. Für mich auch mal bitte. Für dich gibt es nichts. Sorry, was wolltest du noch mal zu eine trinken? Eine Sprite, bitte. Okay. Ich habe extra reingerotzt. Dankeschön. Was? Du schon wieder. Ne. Hä? Mein Becher ist halb leer. Könnten Sie mir... Hast du den ausgeschüttet? Nein. Oh ja, das tut mir sehr leid. Oh, tatsächlich, das war eine Sprite, richtig? Ja. Ja, wenn das Ding ein Behinderter ist als ich. Mir natürlich sehr leid. Vielen lieben Dank. Gerne. Danke. Bitte. Aber der hat einen Mittelfinger gezeigt. Arbeitest du eigentlich alleine in dem ganzen Popcornstand? Heute ist halt auch nicht so viel Betrieb, ne? Und niemand wird abkassiert. Ich hätte gerne einmal Popcorn mit Sprite. Ja. Und für dich? Nachos mit einer Sprite. Okay. So. Haben Sie auch Eis? Nein, weg! Eis im Sinne von Eiswürfeln? Nee, Eis zum Essen. Sehe ich so aus, als ob ich hier arbeite? Ja. Ich glaube, das mundet dir. Das hat die gleiche Hautfarbe wie du. Soll ich das? Nee, das mag ich nicht. Das gibt's auch. Ja, nee, nee, ich nehme doch kein Eis. Okay, gut. Arroganter Tod. Das macht dann zusammen 11 Euro, bitte. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, sicher. Oh, dann wird's etwas teurer. Ja, dann danke schön. Ah, hey, sie schon wieder. Ja, so schnell bin ich hier oben. Hi. Worauf hast du Bock? Boah, ich hab gar keine Ahnung. Nachos. Bruder, ich bin laktoseintolerant, Mann. Das ist mit Käsesoße. Was ist los mit dir? Die ist eh leer. Ja, dann. Also, ich hätte es gefeiert, einmal, wenn du einen Durchfall bekommen hättest. So, einmal. Dankeschön. Mal kurz eine Frage. Ja. Sie haben nicht zufällig. Krass! Da musst du schon zurück nach China fahren. Okay, dann nehme ich einmal Popcorn, Cola, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Cola oder Cola Zero nehmen soll, ich weiß nicht so. Es gibt sogar Cola Light. Haben Sie gerade gesagt, ich bin fett? Ja, ich habe das gesagt. Du bist fett und du isst meine Katze auf. Sie existiert. Ist sie hier zufällig? Nein. Okay, dann nehme ich jetzt auch eine Cola Light. Aber ganz nett, auf jeden Fall. Was sagst du über meine Mutter? Die ist ganz nett. Das stimmt. Macht dann zusammen 11 Euro bitte. Klasse, vielen Dank. Nein! Achso, das sollte passen, der Rest ist für Sie. Gib meine Katze her. Heute schütte ich mich zu. Hi. Hallo. Ich hätte gern einmal Nachos bitte. Ja. Und eine Cola Zero. Und eine Cola Zero, ne? Genau. Du kriegst aber eine Cola Light. Ich will aber eine Cola Zero. Das macht dann 12 Euro bitte. 12 Euro? Ja. Die anderen haben eben 11 Euro bezahlt, die hatten viel mehr. Die waren ja auch netter als du. Das klappt schon so. Schnell. Viel Spaß bei dem Film. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Können wir eine Flasche Prosecco bekommen? Prosecco gibt's hier leider nicht. Tut mir sehr leid. Nee? Den habe ich schon leer gesoffen. Du bist eh schwanger. Machen wir. Waren Sie nicht gerade auch unten eigentlich? Genau, ja. Ich arbeite überall gleichzeitig. Ja. Alkoholische Getränke habe ich leider keine finden können. Wenn ich die gesehen hätte, wären die eh nach einer Stunde leer. Warum haben Sie eigentlich eine Sonnenbrille an? Warum nicht? Dann mache ich das halt auch. Ja. So 2 Cola Light und ein Wasser. Ja. Und wenn es geht, nicht den Becher. Sonst noch Ansprüche. Sehr fachmännisch aus. Ich bin ja auch schon sehr lange in dieser Branche drin. Also ein Kinomaniac.
Vielen Dank, sehr zuvorkommend. Tschö. Arrogantes Pack. Wo willst du denn hin? Du gehörst aber nicht hier hinter. Ich filme. Hallo. Entschuldigung. Ich mach dich voll mit Wasser. Hey, was? Hallo. Hallo. Weg mit dir. Lass mich die Kamera. Nein, jetzt hab ich die Gewalt über das Drehbuch. Tu du sonst in den Kühlschrank. Was? Jetzt gib die Kamera. Oh, der Gewitter im Kopf, Mörsch, für dich ist alles umsonst. Hallo. Mein Problem ist auch, ich habe gar kein Geld dabei. Das ist kein Problem. Was ist denn jetzt los? Ja, einen Augenblick. Huch, huch. Bis dann, tschüss. So, was ist denn hier mit dem Automaten los? Ja. Also ich glaube, das ist ein kleiner technischer Defekt. Kannst du mir noch eine große Cola machen? Die sind alle Mittel, du Fettsack. 1,5 Meter Abstand. Wer rein will, muss Seilchen springen. Hallo. Hallo, Tim. Hallo, guten Tag. Welche Tür müssen wir nehmen? Das ist mir doch scheißegal. Einfach hier links. Von hier ist das Licht richtig dunkel, wenn ich von hier filme. So kann ich's machen. Bist du bitte ruhig? Wir haben gerade eine Filmaufnahme. Hallo. Das ist doch schon entwertet. Das lasse ich nicht gelten. Einfach hier links, bitte. So, einmal hier nach links, bitte. Danke. Hier nach links, bitte einmal. Da gibt's auch Katzen zu essen. Links einmal, bitte. Vielen Dank. Sehr gerne. Wuhu, Kino! Bitte Ruhe sein! Ich hoffe, möglichst weit weg, am besten im anderen Saal. Ich sorge gleich dafür, dass du nur noch dieses Geräusch hörst. Dann gefällt dir dieser Stuhl? Ja. Oh, hell hier. Dezent, oder? Zu viele Menschen glauben, sie seien am Steuer multitaskingfähig. Ah, oh, da kenne ich einen. Tausende von Stellen werden bei der Polizei abgebaut. Eine landesweite Epidemie hätte es. Es kann Jahre dauern, bis zur möglichen Wiederaufnahme. Und dein Strohhalm ist hier, du Idiot. Ja. Ruhe bitte. Benimm dich. Ma'am, ist alles okay? Nach dem Aufstehen habe ich immer dünnen Schiss. Nein. Der Tim braucht den nicht mehr. Alter. Ey, jetzt habe ich gar keinen mehr. Und damit geht sie jetzt die Nachbarn abstechen. Mein Unternehmensplan. Weg. Los. Oh, ich krieg Durchfall. Habe ich da etwa Tinder gesehen? Andy? Die hat eine Männerstimme. Deswegen sollten Frauen nicht Auto fahren. Lieber Epileptiker. Ich wiederhole nur die Worte von Tim. Was? Warum reagierst du so darauf? Hast du es etwa wirklich gesagt? Komm schon. Komm jetzt. Fuck. Schon wieder so eine Missgeburt. Ich glaub das nicht. Nur mit Mundschutz bewegen. Komm. Ab morgen wieder anschaffen gehen, gar kein Bock. Ich fordere mehr Epilepsie-Diagnosen. Dann auch nicht mehr so viele Autos. Weißt du, was ein höflicher Hinweis ist, junger Mann? Der kann sich nicht mal eine echte Gucci-Brille leisten. Der Ford ist bestimmt auch in Polen geklaut. Bullenfätzchen. Ja, ja, ich sitze hier zusammen mit deinem Freund Tom. Oh, wie sympathisch. Nein, das weiß ich glaube, das ist ein Montagmorgen. Bitte halten Sie sich an die Niese-Etikette. Setz dich hin. Sonst zünde ich dich auch an. Nein! 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 Ja, geh Golf spielen. Erstmal zu Penny. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem wunderschönen Video. Wir sind am Ende dieses Kinofilms angekommen. Und ich muss nochmal dazu sagen, habt ihr schon mal so geile Kinosessel gesehen? Also, in anderen Kinos habe ich das bisher noch nie gesehen. Das ist zu krass, du kannst ja einfach dein Handy aufnehmen. Das ist voll heftig. Vor allem noch mit USB-Anschluss mit dabei. Das ist echt ziemlich cool. Das stimmt. Wie hat dir der Film gefallen? Ich fand den Film ziemlich gut. Das ist auch seit Ewigkeiten wie das erste Mal gewesen, dass ich im Kino war. Stimmt. Und im Sitzen muss man ja noch nicht mal die Maske anziehen. Das heißt, es ist ziemlich entspannt hier gewesen. Also, man kann auch wieder das Kino genießen. Das gut, dass du dich die ganze Zeit daran gehalten hast. Ja, das ist. Und ansonsten hat uns das sehr viel Spaß gemacht, ne? Muss man dazu sagen, oder? Ich steckte gleich auch eine Zuckerschere ins Auge. Vielen Dank an das Kino für diese richtig coole Kooperation und dass das so möglich gemacht wurde, dass Jan mal einen Tag im Kino arbeiten konnte. Wir haben sogar Tim Gabel getroffen. Das ist aber nicht in der Aufnahme. Ja.
Ja, aber das Coolste... Ich habe auch Desinfektionsmittel getrunken. Aber dann hat der alles weggesoffen. Es macht auf jeden Fall trotz Corona Spaß, wieder ins Kino zu gehen. Deswegen macht das auf jeden Fall mal wieder häufiger. Wir werden es jetzt eigentlich auch wieder häufiger machen. Der Film war sehr das gut. Das glaube ich eher nicht, aber sag das besser mal. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Danke euch. Du hast deine Maske falsch rum an. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr so viel Spaß bei dem Video da hattet wie wir. Und wir hoffen, dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Danke an Thomas. Ich war sehr überrascht auf jeden Fall, weil wir so einen kranken Kinosaal hatten mit den krassen Sitzen. Die Stühle waren überkrass. Ja, aber von der Organisation war eigentlich alles top. So, ne? Es gab auch Hunde und Katzen. Ja, die habe ich leider auch nicht gesehen, aber wäre schön gewesen. Nee, aber generell war alles ziemlich gut. Die Leute waren sehr organisiert. Wir haben alle den Abstand gehalten und natürlich auch immer unsere Hände desinfiziert. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Alles sehr gut durchgeplant. Ja, ich fand es auch ganz gut. Es war auf jeden Fall ein cooler Film, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, war wie immer ein cooler Tag im Kino, ne? Auch schön kalt. You said I was the only one. No one likes being like two. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between.